Hallo Leute, weiter geht's mit Let's Play Super Protector. Für mich sind es nur 10 Sekunden gewesen. Ich habe einfach nur auf Pause gedrückt und jetzt geht's direkt weiter. Wollen wir mal loslegen? Das ist das Blöde, wenn man nicht YouTube-Partner ist. Hat man diese ätzende Grenze von 15 Minuten bei jedem Video. Fürs Let's Play ist es nicht gerade förderlich. Aber so ist das nun mal. Andersrum weiß ich nicht, wenn ich Partner wäre, ob ich das nutzen würde und ein ganzes Spiel an einem Stück durchspielen würde. Und die Roboter, die sind klasse. Och, wieso? Ist er nicht gestorben? Das ist doch nicht schön. Geht auf. So, letztes Leben. Ich schaffe es. Jetzt kommt der gruselige Roboter durchs Fenster reingespäht. Eine Kralle, die zweite Kralle. Und da ist er auch schon. Erstmal schön auf die Glatze pfeffern. Nein! Das war's. Mist, Dreck, verdammter. Nein, 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 nein. 4 Continues habe ich noch. Jetzt die ganze Stage von vorne. Nein, nicht von vorne. Was ein Glück. Also Leute, falls ich es nicht schaffen sollte und ihr wollt unbedingt das Ende sehen, dann schreibt mir was, dann versuche ich es danach nochmal. Ich werde garantiert nicht cheaten oder so mit State, Save States oder so. Ich werde alles an einem Stück machen. Bis ich es schaffe, wenn ihr es wollt. Ansonsten werde ich es bei diesem Versuch belassen. Aber vielleicht schaffe ich es ja jetzt schon. Da haben wir die Barriere, jetzt geht's auch. Ja, jetzt schieße ich natürlich alle weg. Naja, so ist das, ne? Wenn man geschützt ist, dann klappt's. Diese Kanonen zerstören. Dann die nächste. Hochspringen. Flügelmänner töten. Kanone zerstören. Ausweichen. Hinlegen. Flügelmänner. Kanone. Nächste Kanone. Einsammeln. Tomaten in alle Richtungen pfeffern. Und das war's wieder. Ihr habt es vielleicht gerade gehört, ich habe wieder ein Leben gesammelt. Und weiter geht's. Was gibt's hier? Ja, die nehmen wir doch. Die Fernlenkraketen. Die Sache ist die, man darf die nicht direkt vor sich hochhüpfen lassen. Oh, das habe ich auch noch nie gesehen, dass er sich dahin heftet. Naja, Sachen sieht man auch manchmal zuerst mal. Oh, jetzt stirbt doch. Jetzt du. Geht doch. So, jetzt kommt wieder der nächste Penner. Ich kletter hier rum. Oh mein Gott, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Oh mein Gott, es ist ein Gegner. Hätte ich jetzt aber wirklich nicht gedacht. Ein Endboss bei Super Protector, oh mein Gott, das gibt es nicht. Das ist eigentlich ein sehr einfacher Gegner. Man darf sich nur nicht so dumm anstellen wie ich gerade. So, jetzt wirft er die Bomben. Schön hier warten, damit er die alle hier pfeffert. Und jetzt weg. Jetzt wirft Ramaka wieder die Augenkanonen. Die mir schön hinterher abhauen. Nein, ich habe mich zu dumm angestellt.
schnell weg, 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 weg. Und das Kind. Stirb. Oh mein Gott, ich wollte zu viel. Jetzt aber. Stirb. Geht doch. Und jetzt kommt die brutalste Szene ever. Oh mein Gott, ein Alien verliert seinen Kopf. Nein, und zwar ein Roboter. Da sind die Fliegenviecher. Sind die kultig oder nicht? Jetzt kommt, glaube ich, das Level mehr auf dem Motorrad. Stage 4. Genau. Das ist auch ziemlich cool. Und einige werfen so Molotow-Cocktails. Da darf man nicht hinterkommen, weil sonst ist man weg. Genau so. Ach ja. Kommt der Superroboter. Ach ne, erst der. Aber die geilste Szene möchte ich euch gleich noch zeigen. Die haben wir nämlich, wenn beim Boss Battle. Ist einfach so episch gewesen damals und es ist immer noch, wie geil dieser Bosskampf ist. Ah, jetzt kommt erst noch. Nee, jetzt kommt er. Nein, schön eingesammelt. Ein Dreck. Und dieser Mist. Und jetzt kommen die Affen des Grauens. Die sind schrecklich. Vor allem schreien die genauso wie ich schreie. Und wir hoffen, dass man mich nicht schreien hört, denn dann war es das mit mir. Jawohl. Dann kommen wir hier durch. Und ich vergesse jedes Mal, wie das war mit der Kanone, die jetzt kommt. Gehe ich jedes Mal drauf. Ich glaube, man muss sie einmal hier anlocken und dann hier warten. Ja, ich habe es zum ersten Mal geschafft. Ein Durchbruch in meiner Karriere. Oh mein Gott, den müssen wir applaudieren. Der ist auch sehr cool. Hüpft da in die Gegend, hat lange Beine. Yeah. Ich muss zugeben, der Hintergrund ist doch auch mal geil, oder? So, das war's. Jetzt geht's in die Luft. Jetzt kommt meine Hilfe. Hier, willst du mitfliegen? Jawohl. Auf nach oben. Und tschüss. So, und was jetzt? Oh mein Gott, ich werde weggeschossen. Boah, wie episch ist das denn jetzt? Oh mein Gott, und jetzt kann ich... Boah, was mache ich denn jetzt? Und ich springe auf die nächste Rakete. Und wechsel doch wieder und springe wieder zurück, weil ich sterbe da. Oh mein Gott. Und da haben wir den Boss-Battle. War das knapp. Oh, ich habe aber noch ein Leben eingesammelt, das ist gut. Sagt mir Leute, ist das nicht einfach geil, dieser Battle?
das Schlachtschiff, wo wir gerade hinterhergeflogen sind. Explodiert! Und was ist jetzt los? Oh, und aus der Explosion kommt unser strahlender Held natürlich hervor. Yeah. Hab's geschafft. Und wieder der rosa Fuzzi, der ist ja gar nicht dabei gewesen. Naja, so läuft's halt. Im Protektorengeschäft. Stage 5. Jetzt kommt wieder von oben. Starten wir dort oben. Direkt am Nest. Nun bloß nicht sterben. Aber der Endboss ist sehr schwer hier. Meiner Meinung nach. Da brauche ich auf jeden Fall mehr als ein Leben. Deswegen muss ich mich konzentrieren, dass ich es schaffe. Fiebert mit mir mit. Schafft Recki den Durchbruch und spielt Protector durch. Ohne Safe State. Was nehme ich? Und die Brücke explodiert hinter mir. Nein. Das ist fies. So, wo ist der nächste? Genauso wie gerade in der zweiten Stage. Kriege ich auch hier mit durch die Pfeile wieder gezeigt, wo das nächste Nest ist. Und ich habe ein Leben bekommen, das ist super. Und da ist das letzte Nest. Puh. Auf geht's, ins Getümmel. Das Schwierige an diesem Gegner ist, alles dreht sich gleich. Gleich, wenn er erstmal aufdreht. Und dann kommen diese Viecher bis zur Unendlichkeit raus. Und jetzt fängt's alles an. Oh mein Gott. Das war ja gerade noch einfach, aber jetzt. Und dann kommen die natürlich auch noch ganz raus. Und alles dreht sich. Und dann noch das Feuer. Also neben dem allerletzten Boss ist dieses ein ziemlich schwerer. Und ich bin kein einziges Mal gestorben. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Jetzt kommt die letzte Stage. Boah, ich bin gut dabei, es zu schaffen. Huiuiuiui. 13 Minuten sehe ich hier auf der Anzeige. Machen wir hier einen guten Cut. Letzte Stage. Pause. Huh. Gedanklich schön vorbereiten und anstrengen und körperliche Training absolvieren und oh, und schaut euch nochmal meinen zweiten Part und den ersten Part an und Mario Land, denn das ist nichts für schwache Nerven jetzt. Bis gleich oder bis demnächst. Ich hoffe, ihr seid auch dann wieder dabei.